In der Hoyerswerda Einsteinstraße ist am Montag mit der Baustelleneinrichtung begonnen worden. Der erste Abschnitt wird zwischen der Bautzener Brücke und der Bäckerfiliale in Angriff genommen. In Höhe der Orangebox wird eine Baustraße errichtet, über die Anwohner mit ihren Fahrzeugen, aber auch die Busse zur Wendeschleife verkehren sollen. Der zweite Abschnitt wird im Frühjahr zwischen dem Bäcker und der Einfahrt Parkplatz Lausitzcenter eingerichtet. Auf der kompletten Länge wird die Straße grundhaft ausgebaut und mit einer Asphaltdecke versehen. Die Erneuerung der Fuß- und Radwege sowie der Austausch der Laternen ist dabei vorgesehen. Die Baukosten sind mit rund 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Ab nächster Woche soll die Neustadtachse für etwa ein Jahr komplett gesperrt werden.